Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir jetzt doch eine, Herr Gerdes, ich muss es sagen, doch etwas ermüdende Spiegelstrichliste mit Details, die mit dem Thema wenig bis gar nichts zu tun haben, gehört haben, will ich dann doch noch mal ein bisschen auf die gesamte Debatte blicken, die, wie ich finde, gerade wenn man die ersten Wortbeiträge hört, von der Linken und auch von der Union doch ein bisschen grobschlächtig Herr verlaufen Kurt, lassen ist. Sie eine Zwischenfrage zu vom Kollegen Gerdes. Ja, bitteschön. Da hat er Druck. Ich höre gerade, Sie hätten noch nichts gesagt. Dem kann ich so nicht zustimmen. Sind Sie mit mir der Meinung, dass im Antrag sehr wohl drinsteht, wie wir junge berufliche Qualifizierungen durchführen wollen? Oder haben diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, damit nichts zu tun und schützen also nicht vor prekärer Beschäftigung? Ja, hier geht es um im Wesentlichen Regelungen tarifvertraglicher Natur und diejenigen, die das Arbeitsvertragsverhältnis betreffen. Ich würde doch niemals in Abrede stellen, dass selbstverständlich Dinge wie spezialisierte Jugendberufsagenturen, Qualifizierung und dergleichen mehr eine gute Voraussetzung, überhaupt erst die Bedingung der Möglichkeit ist, um prekäre Beschäftigung zu entfliehen und um ein sicheres Arbeitsverhältnis zu haben. Aber der entscheidende Punkt, Herr Gerdes, den wir hier doch diskutieren, ist, dass sehr viele junge Leute trotz ihrer guten Schulbildung, trotz der Ausbildung und sogar trotz des Studiums nichts anderes kriegen als befristete Beschäftigung. Bleiben Sie bitte stehen, ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommen Sie in Nöte, dann setzen Sie sich hin. Sie haben keine Chance. Und das ist der Punkt, den wir hier diskutieren und den wir hier besprechen müssen. Und das ist der Kern der Debatte, weswegen ich jetzt eben diese Eingangsbemerkung zu Ihnen gemacht habe. Ich will aber jetzt mal zurückkommen. Wie gesagt, etwas grobschlächtig geführt, wie ich fand, die Debatte. Beide Eingangsredner tauchen ein in die 70er Jahre. Der eine beschwört die DDR, der andere die Metallwelt im Schweinfurt von 1971. So kann man die Debatte irgendwie nicht führen. Ich finde Argumente, es handle sich nur um verordnete Arbeitsverhältnisse und eine Neiddebatte werden dem Problem tatsächlich nicht gerecht. Aber was dem Problem auch nicht gerecht wird, will ich mal wiederum zur Linken sagen. Wenn Sie Ihrem Antrag schreiben, zum Jugend vor prekärer Beschäftigung schützen, 25% aller unter 25-Jährigen hätten nur einen Minijob, dann finde ich das auch nicht seriös, weil da sind ja sehr viele Studenten dabei und Schüler. Das steht in Ihrem Antrag drin. Und ich finde, und da war jetzt Frau Müller-Gemmicke von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wirklich eine Erholung. Wir können da differenzierter rangehen und wir müssen da differenzierter rangehen. Ich will es mal nur, weil ich mich eigentlich auf einen anderen Aspekt konzentrieren möchte, am Beispiel der Leiharbeit einmal nennen. Wir sind eben nicht für das Verbot von Leiharbeit, weil Leih- und Zeitarbeit natürlich bei Auftragsspitzen, bei speziellen Situationen im Unternehmen sehr wohl eine gute und vernünftige Ergänzung sein kann. Davor kann doch keiner die Augen verschließen. Aber auf der anderen Seite, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Union, Equal Pay erst nach 9 Monaten, das greift doch nicht. An der Stelle wird dann eben doch ein Tür für Lohndumping geöffnet. Und da müsste man noch mal zwischen den beiden Polen nach einer differenzierten und sachgerechten Lösung suchen. Und zwar auch deswegen, weil diejenigen, die jetzt jung und prekär beschäftigt sind, irgendwann auch mal nicht mehr jung sind, sondern alt. Und an der Stelle, da kommt es dann doppelt und dreifach wieder zurück, denn die Rente ist der Spiegel des Arbeitslebens. Und wer als junger Mensch schon möglicherweise über mehrere Jahre prekär, niedrig entlohnt beschäftigt war, wird kaum eine Chance haben, ein existenzsicherndes Renteneinkommen zu haben. Und dann fällt die ganze Sache nämlich wieder auf die öffentliche Hand und auf den Staat zurück, weil wir dann wiederum als Ausfallbürger im Alter etwa über Grundsicherungszahlungen dann leisten müssen. Und das geht definitiv nicht. Und ich will mal am Beispiel von Zeitarbeiter das auch mal illustrieren. Ein Zeitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung verdient laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt 1.528 Euro brutto. Ja, das ist guter halber Rentenpunkt. Wissen Sie, wie lange damit braucht, bis man auf 30 Entgeltpunkte kommt? 57 Jahre. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das keine durchgehende Vollerwerbsbiografie ist, aber das mag doch zumindest ein Indikator dafür sein, dass prekäre Beschäftigung zurückgedrängt gehört. Und da, wo wir Rahmenbedingungen setzen können, sollten wir die an dieser Stelle auch setzen.
Und gerade in den betrieblichen Bereichen, wo eben auch prekäre Beschäftigung verbreitet ist, sehen wir auch, dass das Drei-Säulen-System nicht richtig funktioniert. Gerade bei den niedrig entlohnten Beschäftigten, dort ist die Verbreitung etwa der Betriebsrente minimal, minimal. Die greift in den großen Industriebetrieben, aber die zweite Säule ist gerade im Bereich auch Leiharbeit praktisch nicht existent. Und natürlich haben Personen, die sich im Unklaren sind über ihre weitere ökonomische Perspektive, auch nicht so viele Anreize, die geförderte private Altersvorsorge über Riester in Anspruch zu nehmen. Und es ist die Kombination dieser Punkte, die dann dafür sorgen kann oder das Risiko birgt, dass es eben dann auch zu verschärfter Altersarmut kommt. Ich plädiere, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür, jetzt vielleicht nicht nur mehr mit dem Holzhammer die Debatte weiterzuführen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Stefan Stracke von der CDU/CSU das Wort.